Und weiter geht's bei dem Ausbau der Basis. Gefängnis noch nicht weiter. Hier ist noch nichts passiert, aber ach du meine Güte. Die kommen aber Gott sei Dank durch die Tür und nicht durch die Fallen. Das wäre ziemlich peinlich gewesen, wenn die durch die Fallen gerannt wären. Ja, man kann auch sehen hier, die laufen an den Selbstschussanlagen vorbei, weil die freundlich sind. Carsten hat gerade eigentlich einen Schießrausch, aber er kann auch handeln mit Leuten. Gucken wir mal, was die haben wollen und was die uns bieten. Ah ja, Kerstin macht was Leckeres zu essen. Steinbockfleisch und Kartoffeln. Herzhaft. Wir haben zwei Bauteile, die nehmen wir. Medizin, eine Medizin nehmen wir. Muntermacher können die behalten. Also wir können jetzt hier jede Menge Kleidung verkaufen. Vielleicht auch ein paar von den normalen Stammeskleidung. Zack, und dann können wir uns nämlich ein Energiegewehr leisten bei denen. Und stattdessen verkaufen wir mal die ganzen kaputten Schrotflinten hier. 20% Pistole, 13% braucht kein Mensch. Revolver 33% braucht auch keiner. Gut. Repetiergewehr ist noch gut, 83%. Behalten wir mal, das bringt ja auch kaum was. Können wir hier noch mehr Kleidung verkaufen? Irgendwas. Ein Staubmantel aus Blaufell. Davon haben wir zwei Stück. Wenn wir die verkaufen, kriegen wir lieber was, was 90 kostet, verkaufen. Zum Beispiel hier noch so eine Stammeskleidung. Dann hätten wir ihn ausgeplündert über alles, was wir haben wollen. Und all sein Silber. Coole Sache. Und wer ist denn besser geeignet, um das Energiegewehr zu nehmen, als Carsten? So, und Kerstin, die momentan eine schlechte Maschinenpistole hat, nimmt das normale LMG. Was habe ich hier? Eine gute Maschinenpistole. In besserem Zustand als das da. Okay. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Ist das hier Faultierwolle? Ja, Faultierwolle. Da kann man auch nachher Sachen draus nähen. Okay, das sieht alles schon gar nicht schlecht aus hier. Können wir den auch abreißen? Womit dann der Stall wieder, wie sagt man, offen dasteht. Gott, warum passiert hier nichts? Ich glaube, es bauen zu wenig Leute. Sissi kocht Pemmican. Sehr gut. Der Handelsgedöns-Dings-Ding ist kaputt. Markus ist gerade aufgewacht, sehr gut. Der darf das mal reparieren.
So, was wir aber mal vielleicht in Angriff nehmen müssen, ist, dass wir tatsächlich auch irgendwann mal, wer kann am besten forschen? Carsten. Sie auch irgendwann mal die Prothesen erfinden, die wir brauchen. Und darum machen wir Carsten mal zum hauptsächlich forschen Typen. Ist ein bisschen schade jetzt, wo das Energiegewehr hat, aber vielleicht kann er das auseinandernehmen und dessen Geheimnisse enthüllen. Upsili. So. Guckt euch das alles an, wer hier alles schon liegt. Ellie, Piratin, Wahn, Sklave, Maten, Pirat, Bebakur, Zema, Rakanban, Schamane, okay. Nitro, Schwarzer, Braddock, Noob. Noob ist toller Name. Erepos, okay. Beger, ist das Lubeger? Wer weiß. Elch, Sam und Kai. Nein, nicht Kai. Grauer, Menino, Wespe, Cave, Schlange, Stench, Ninjak und Sparkles, die Juwelierin. Könnte hier auch ein paar. Ach, da liegt ja immer noch jemand. Mann, Häftling. Tiefgekühlt, verdirbt nicht. Wenn wir jetzt ganz schlimme Nahrungsprobleme haben, könnten wir auch diese Frau namens Mann in Scheiben schneiden und daraus Nahrung gewinnen. Aber das sorgt meist für einen sehr heftigen Stimmungsdebuff. Also ist eher keine so gute Idee. So, kriegt ihr die Scheißmauer bald mal fertig hier? Ja, sehr gut. Ich meine, Cross ist doch auch Baumeisterin. Was macht sie? Sie spielt Poker gegen sich selbst. Hat zwei Asse. Interessant. Eine ungewöhnliche Kältewelle hat begonnen. Kältewellen können Hypothermie verursachen und dadurch in kürzester Zeit tödlich sein. Stell sicher, dass du dich in einem beheizten Raum aufhältst und geeignete Kleidung trägst und versuche die Ernte einzuholen, bevor sie erfriert und abstirbt. Okay, dann müssen wir also wieder die Ernte einholen. Kriegen wir schon irgendwie hin? Warte mal. Was ist mit Bench los? Warum ist er krank im Bett? Ach so, wir haben versucht, sein Gehirn zu operieren. Die Ernte einholen. Ist nichts fertig, toll. Hier sind ein paar fertig. Ja. Scheiße, also Carsten bleibt beim. Kerstin soll den Aufseher machen, wenn Carsten schon dabei ist. Nuno macht Tierpflege. Und alle anderen gehen erstmal auf Feldarbeit und tragen. Und tragen. So. Keiner scheint sich besonders. Ah, nee, Sissi ist tatsächlich schon am Ernten. Sehr gut.
Harmon gräbt das Gefängnis. Vielleicht will er das Zimmer haben. Im Haupthaus. Die sind alle noch nicht ausgewachsen hier. Ja, siehst du, jetzt erfrieren die ganzen Pflanzen. Aber, ach, versteckt sich im Raum. Was ist denn mit seinen schläfrig, unansehnliche Kleidung in der Kälte geschlafen? Okay. Das ist kein Raum. Wo willst du schlafen hier? Okay. So, jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viele Tiere auf Halde. Eigentlich haben wir noch jede Menge Tiere auf Halde, ne? Aber wir tun mal so, als ob das nicht so wäre, weil wir die ja behalten wollen. Insbesondere insbesondere die Faultiere und die Muffalos, obwohl wir haben jetzt nur noch zwei. Wo ist das weibliche Muffalo hin? Wir hatten noch immer ein weibliches. Haben wir das verkauft? Nee. Gucken wir mal. Wir haben hier eine bunte Auswahl an zähnbaren Muffalos. Zählen wir mal drei weibliche. Können wir auch zähmen. Ratten wollen wir nicht züchten, aber die Bisons können wir versuchen zu züchten. Wie warm ist es drin? Hier ist es minus 5. Wieso ist es hier minus 5? Warum ist hier so kalt? Es ist 6 Grad, ist auch immer noch zu wenig. Warte mal. Da müssen wir noch so einen Ofen bauen. Und ein paar Lüftungen, damit alle Räume belüftet werden mit der Wärme. Geheizt, ich meine geheizt. Geheizt ist das Wort, nachdem ich suche. So, bop, bop. Hier könnten wir auch noch. Nein! Dann würden wir mit dem Raum, wo wir die Kühlung drin haben, zusammenlegen. Aber das hier, das ist ein Kleidungsraum. Der muss nicht gekühlt werden. Wie sieht es hier aus? 5 Grad, 12 Grad, 9 Grad. Also 5 Grad in der Küche. 12 Grad hier drin, das ist eigentlich auch noch ein bisschen kalt, ne? Können wir in der Küche auch noch mal so einen Ofen stellen. Und das hier 6 Grad. Oh je. Das ist nicht gut für unsere Hydroponik. Bauen wir auch noch zwei hin. Okay. Das soll erstmal genügen. Wenn die dann noch jemand baut. Ich glaube, zuerst ist die Mauer hier vielleicht wichtiger. Aber das sehen wir dann. Wenigstens die Nahrung wird reingetragen, das ist gut. Und es wird schon angefangen, sich ein bisschen mit dem Gefängnis hier zu beschäftigen. Was wir dann, wenn wir das Gefängnis irgendwann fertig haben, was wir dann auch brauchen, ist natürlich Strom. Und darum legen wir hier von den Solarpanelen eine Leitung. So, was ist mit euch? Guck mal, da ist jetzt eine Hose, Constantia. Zieh die Hose an. Sie hat eine Hose, sehr gut. Okay, hat sie dann immer noch beschädigte Kleidung? Auf dem Boden geschlafen, in der Kälte geschlafen, okay. So, haben wir alles abgeerntet? Ja, gut. Dann müssen wir die Arbeit mal wieder auf Bauen ausrichten hier. Carsten soll weiter forschen. Das ist gut. Markus ist unser Baumeister. Können wir wieder ein bisschen Tierpflege
erlauben den Leuten. So, und ein bisschen Aufseherei, sehr gut. Sehr gut. Nicht genug Stahl im Haus, was? Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass es wieder warm wird hier, weil hier im Gefängnis 1 Grad, das ist nicht nett. Ja, minus 21 Grad bei den Tieren, das ist auch nicht so toll. Irgendwas wurde gezähmt. Ein Bison. Nun hat ein Bison gezähmt. Sehr gut. Feuer? Oh. Ah, was hier passiert ist, ist ja unsere Killbox, die wir aus Holz gebaut haben. Da ist eine Boomratte reingelaufen. Die Falle hat zugeschnappt. Die Ratte ist gestorben. Weil sie gestorben ist, ist sie explodiert. Und jetzt brennt unsere Falle. Darum wollten wir eigentlich vor einiger Zeit schon das hier abreißen und aus Stein bauen, damit das nicht so leicht passiert. Aber jetzt haben wir nicht nur Leute, die verbrennen, sondern Truthahnküken ist gestorben, ist erfroren. Ja, mein Gott. Das ist schade, aber nicht zu ändern. So. Ach, siehst du, da haben wir so einen. Jetzt ist immerhin 12 Grad, das heißt, die Sachen wachsen weiter hier. Wenn wir dann noch einen bauen, können wir es ein bisschen wärmer machen. Cross hat irgendwas. Das sind abgestürzte Teile von einem Raumschiff. Die können wir auseinanderbauen. Dann bekommen wir da Stahl und was hat Cross? Verrottete Leiche gesehen. Wo das denn jetzt schon wieder? Das hier, das sind Tierleichen, die zählen nicht. Cross isst was, okay. Wow, das dauert ja ewig. Ja, minus 14 Grad im Freien. Nicht schön. Bench ist immer noch von der Gehirnoperation. Unpässlich. In dem Schlafzimmer. Hört auf, Leute. Immerhin 7 Grad. Im Thronzimmer ist es noch am heißesten, aber es liegt wahrscheinlich an den Feuerschalen. Könnten einfach überall Feuerschalen reinstellen. Ah, siehst du. Ist nur noch minus 2 im Stall. Minus 24 Grad. Verdammte Kacke. Okay.
Eieiei. Es spart die Stromkosten, was die Kühlung angeht hier. Ente 1 kann wieder laufen. Warum schläft die Ente bei den Yorkshire Terriern? Soll sie nicht. Soll sie gar nicht dürfen eigentlich. Okay. Wahrscheinlich, weil sie krank ist. Ja, Kerstin versucht es wieder bei Konstanzia. Kerstin erzählte Konstanzia eine Geschichte über die Zukunft der Kolonie. Kerstin zeigt Interesse an der Stirn von Konstanzia. Konstanzia erzählte Mensch etwas über die Ressourcen der Kolonie. Kerstin, ach, die wollen uns beklauen dann auch noch, oder was? Kerstin erzählte Konstanzia eine Geschichte über Standhaftigkeit. Aber mittlerweile, Konstanzia kommt schon mit Kerstin, Carsten und Nuno relativ gut klar. Das gleiche gilt für Mensch und für Jefim, aber erstaunlicherweise Jefim mag seine Schwester noch am wenigsten von den dreien. Interessant. Hat am wenigsten sich unterhalten mit dir, wa? Okay. Hungernde Tiere, das ist nicht gut. Automatische Tür, sehr gut. Jetzt können wir nämlich hier anfangen mit primitive Prothesen. Da haben wir dann sowas wie Holzbein, Ohrenbinde, stählerner Arm, Zahnprothese, Hakenhand, Augenklappe. Solche Sachen. Das führt dann zu weiterem Humbug. So, Tiere. Schwupp. Die Enten und die Truthähne hungern. Noch ein Bison. Sehr gut. Aber Männchen, Weibchen, sehr gut. Das reicht ja fast sogar. So. Hier fehlen immer noch zwei so Teile, aber es ist schon wieder ein Bär hier drin. Ja, es ist kalt, wir wissen das. Auf 21 Grad reicht. Was macht? Ach so, ich dachte, das wäre ein Bär. Ist ein Bison. Okay. Bär im Schlafzimmer wäre schlimm. Bison ist egal. So, irgendwie sieht die Speisekammer, also zumindest dieser Teil der Speisekammer, sieht nicht so toll aus. Wir haben hier ein paar Beeren und 42 Kartoffeln und anderthalb tote Tiere hier, aber ansonsten nur Kräutermedizin, was auch gut ist, dass wir die haben. Ich sehe, die Glitzermedizin ist alle mittlerweile. Aber wir haben noch von der normal guten Medizin. Und das ganze Essen, was wirklich schön zubereitet ist, ist hier in Carstenhausen. Und das sind die einzigen Pflanzen, die hier noch wachsen. Wenn wir nicht schon genug... Ah, siehst du, geht los. Wir können hier endlich Steine bauen. Aber was für ein Stein, das ist die Frage. Wir haben am meisten Sandsteinblöcke, also Sandstein. Und das ist auch abgerissen, sehr gut.
Ist aber schon länger nicht mehr zu einem Angriff gekommen hier. Wir hatten ein paar in schneller Folge, habe ich den Eindruck. Und jetzt passiert länger nichts. Vielleicht auch deswegen, weil wir immer noch drei Gefangene haben. Oh ja, die armen Tiere hungern immer noch. Ja, hier wird auch langsam abgebaut, sehr gut. So, hier wird wieder versucht, Jefim zu... Kerstin, ach so, Mensch. Kerstin fragt den Mensch über seine charmante Art aus. Muss ja irgendwann mal klappen mit dem Leute für Kolonie gewinnen. Haben wir überhaupt noch Betten, die wir hier benutzen können? Wir haben hier ein freies. Das ist das einzige scheinbar. Ah nee, das Doppelbett hier ist auch frei. Ah, Fehlgeburt. Wegen Kälte. Nee, wegen Hunger. Weißt du was? Dann machen wir das Notessen. Machen wir jetzt hier hin. Sollen die halt hier so ein bisschen von dem hydroponischen Essen. Wird zwar bald nichts mehr übrig sein, aber ja, alles leer gefressen. Sehr gut. Meine Güte. Das wird noch dauern. Ach je. Das wird noch dauern, bis hier das richtig losgeht mit Pflanzung. Haben wir jetzt mittlerweile überall. Na, jetzt ist wieder überall 20 Grad und so. Das ist doch gut. Hier ist 15. Hier unten 19. Ja, jetzt haben wir genug Öfen gebaut mittlerweile. Primitive Prothesen. Gut, dann machen wir gleich weiter mit Prothesen. Armprothese, Beinprothese, Cochlea-Implantat, einfache Fußprothese, einfache Handprothese, goldenes Auge, hydraulischer Kiefer, künstliche Nase, künstliches Becken, künstliches Schlüsselbein, Lichtrezeptor. Ja, dann können wir nämlich bald hier dafür sorgen, dass diese, ach, Lebensmittelvergiftung stark. Ups. Hier rechtes Bein von Carsten ist marginal beeinträchtigt, 7%ige. Bench hat sich wieder voll erholt. Linker Zeigezeh abgeschnitten. Ob das rechtfertigt, ein ganz neues Bein zu kriegen, weiß ich nicht. Linkes Bein Kratznarbe, 9%ige Einschränkung hier bei der Bewegung. Ist auch die Frage, ob das Not tut. So, ich
Ich glaube, dann haben wir wieder eine halbe Stunde, ne? Ist auch diesmal nicht so besonders viel passiert. Ich kann ja einmal nochmal kontrollieren, ob wir wirklich noch im etwas weniger langweiligen. Ja, wir sind immer noch in einfach. Ah, ja, und ich habe hier Mod installiert. Wir haben mehr Erzähler hier. Jetzt. Die sind dazu gemoddet. Kann man sich im Steam Workshop runterladen, sowas. Die drei habe ich ja schon erklärt. Das ist hier so klassischer Storybogen. Das ist hier, ich will einfach nur meine Basis aufbauen und das ist reiner Zufall. Lass mal lieber sie an hier. Dann haben wir hier, ich habe keine Ahnung, wie sich der Name ausspricht. Azipita Hysteric. A press agent of Yunva Precision has a strange sense of storytelling. In the early stage, a Sipiter will take care of your colonists until you have a thriving colony, and then she will destroy you. Ruthlessly, move fast, prepare yourself for her trials. Also, da kann man aufbauen und dann zack, bumm, geht alles kaputt. Serenis Sadistic, the former Federation Peacekeeper Corps Commander Serenis has a mountain of painful stories due to her former job's nature. In her stories, characters usually face a doom after writhing in agony of endless pain. She loves these kinds of stories. She will generate lots of small annoying incidents, but less raids. Also das ist so die Politik der Nadelstiche hier. Und dann natürlich Hildegard Epic, a veteran of the grim Mechanoid War and a Skald of Jotunheim Assault Infantry Corps, Hildegard's songs are full of flame and war, just like Jotunheim's Prime's people themselves. She will send more big threats while causing less incidents. Also passiert auch weniger, aber wenn was passiert, passiert es richtig. Aber wir bleiben mal bei Cassandra. Sind wir bisher ganz gut gefahren. Ja. Gut. Hier kann man noch so Sachen einstellen. Man könnte auch auf Fahrenheit stellen. Man kann sogar auf Kelvin stellen. Was auch immer das bringen soll. Aber okay. Nee, wir sind immer noch in dem Schwierigkeitsgrad, den wir festgelegt haben. Vielleicht könnten wir sogar einen hochgehen, jetzt wo wir hier oben diese sehr wertvolle Killbox haben. Die auch mittlerweile mit Stein verstärkt ist. Aber das schauen wir dann beim nächsten Mal. Okay, auf Wiedersehen.